Hast du so wirklich, sagen wir, die Top 5 Tipps für Online-Verkauf für das E-Commerce? Weil ich weiß, du hast ein dickes, fettes, tolles Buch wahrscheinlich dazu, ich glaube mit 1000 Seiten oder so. Und deswegen will ich jetzt da nicht die da zerpflücken, weil da kann sich jeder die Details rausholen, aber die Basics bitte. Also natürlich, wenn man so will, das Erste, was man hat, wenn man einen Online-Shop oder Webseite im Rahmen des E-Commerce aufsetzt, ist, dass es gewisse Abmahngefahren gibt bei der Widerrufsbelehrung, bei den Datenschutzbestimmungen und so weiter. Da haben wir zusammen mit Trusted Shops ein Tool zusammengestellt, das nennt sich Rechtstexter. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Tool. Da gibt man seine eigenen Daten ein und was man vorhat und dann stellt dieses Tool einem kostenlos alle Rechtstexte rund um so einen Shop her. Damit ist man erstmal, sage ich mal, zu vielleicht 90% angriffssicher, dass man nicht so ohne weiteres abgemahnt werden kann. Man kann dann auch viele weitere Fehler machen im weiteren Shopverlauf. Such is life. Da geht es darum, wie man die Preise angibt, dass man die Mehrwertsteuer ordentlich deutlich macht, dass die Versandkosten schon vorne sind. Wer sich darum nicht kümmern will, kann auch da wieder von Trusted Shops sogenannte Abmahnschutzpakete für, ich glaube, 9 Euro im Monat oder sowas buchen. Dann ist man da auf der rechtssicheren Seite. Denn, das muss ich auch dazu sagen, bis so ein Shop rechtssicher ist, das kriegt man alleine faktisch kaum hin. Da muss man schon Jura studiert haben für. Da hat der Gesetzgeber aus meiner Sicht fast unüberwindbare Hürden für Einsteiger, für Startups in den Weg gelegt, sodass man fast immer eine Rechtsberatung leider benötigt. Okay. Und Trusted Jobs wäre jetzt so deine Empfehlung, oder? Ja, also die Trusted Shops Rechtspakete, die sind ziemlich gut. Rein Nicht nur natürlich das mit WBS, Mithilfe erstellt, oder? Paket, da unter anderem die Rechtsdienstleistungen erbringen, aber das ist einfach ausgefeilt und die haben Trusted Shops hat ja fast 20.000 Händlern Verträge, das heißt, die wissen schon genau, was im Handel, im Online-Verkauf wichtig ist, sodass da auch echt auf die Kernpunkte abgestellt wird. Unterscheidet sich da mobile bei mobile irgendwas im Vergleich zum Desktop? Ja, klar, ein Mobile ist kleiner, insofern ist es schwieriger, alle Pflichtinformationen auch auf so einem kleinen Endgerät unterzubringen. Ja, das sehe ich als Herausforderung eben, ja, die Sicherheit da zu gewährleisten auch. Das ist die Herausforderung, dass ein Shop auch die Anforderungen, die man an die Pflichten, Informationspflichten hat, auch mobile noch abbilden können muss. Ja. Da muss man ein bisschen tricksen und im Einzelfall gucken. Häkchen, ja oder nein? Das ist eine Frage, die auch gekommen ist. Und zwar Häkchen, ja oder nein, im Sinne von Opt-in oder Opt-out. Also wenn ich kann ja einstellen, beispielsweise bei Formularen, wenn wir jetzt wieder bei E-Mail-Subscription sind, ob jetzt das Häkchen angehakt ist und ich muss es enthaken, damit ich nicht zusätzlich den Newsletter bekomme zum Beispiel, oder ich muss aktiv das Häkchen setzen. Also gerade heute habe ich es gehabt, habe ich mir eine Aktualisierung bei, glaube Adobe, irgendeiner Software, Flash oder sowas, runtergeladen und da war McAfee schon angehakt, dass ich das dazu haben will. Und dann noch irgendein Bar und noch irgendein Bar und noch irgendein Zusatzprogramm. Das habe ich alles enthaken müssen. Also das ist immer schwierig in Deutschland. Also dieses, wo man sich rausklicken muss, ist von den Gerichten sehr kritisch gesehen worden in der Vergangenheit. Auch da muss man den einzelnen Dienst sich anschauen. Aber gerade wenn es um die Freigabe der persönlichen Daten für einen E-Mail-Newsletter geht, würde ich niemals vorher anhaken, sondern den Menschen die Option lassen, dass sie sich da aktiv für entscheiden müssen. Ansonsten wird ein Gericht sagen, der hat es ja gar nicht gelesen und dann hat er sich auch nicht aktiv dafür entschieden. Was natürlich ginge, ist, dass man nicht weiterkommt, bevor man sich entschieden hat und sagt, das ist ein Pflichtfeld, sage uns, willst du den Newsletter ja oder nein? Das wäre ein gangbarer, korrekter Weg. Login mit Twitter, Login mit Facebook, das wäre noch wichtig. Ja? Was sagst du dazu? Weil es gibt ja auch, wir sind jetzt wieder bei Online-Marketing, bei Einloggen auf Seiten, dass es vereinfacht werden soll, vor allen Dingen im Mobile-Bereich mit einem Klick, der ist eh immer in Facebook eingeloggt, soll er sich dann gleich auf meiner Seite mit Facebook einloggen, dann habe ich seine E-Mail und seinen Namen. Ja, und da hab ich Sachen gesehen, wenn man da sieht, auch Rotten Tomatoes, das ist eine Seite, die die neuesten Kinofilme darstellt. Da geht Filmbewertungen, ja. Filmbewertung. Wenn du dich da einloggst mit deinem Facebook-Login, siehst du sofort, welche Filme deine Freunde gut fanden, was deine Freunde sich zuletzt angeschaut haben. Und da werden die Freunde nicht darüber informiert, du wirst nicht darüber informiert, dass deine Daten weitergegeben werden. Also gerade diese Funktion ist zwar saumäßig praktisch,
datenschutzrechtlich aber höchst bedenklich, weil wirklich ein Boost an Daten weitergegeben wird, von denen du gar nicht ahnst, dass sie weitergegeben werden. Aber das kannst du immer machen. Dich bei Rotten Tomatoes mit Facebook anmelden, ist eine schöne Sache, die man jetzt direkt nach diesem Video mal machen kann und sich wundern darüber, wie viele Freunde auch schon da waren und was die Freunde alles angeklickt haben. Also das und Click to Tweet, sowas, ist das möglich, erlaubt? Weil dann wird mir woanders hingeschickt. Bitte nochmal? Click-to-Tweet, also wo man draufklickt, damit es automatisiert in Twitter versendet wird, ein Zitat zum Beispiel. Ja, da gab es vor allen Dingen die Diskussion eher um den Facebook. Pay with a Tweet gibt es auch. Ja. Pay with Tweet, genau. Also entweder tweeten, da gab es vor allen Dingen die Diskussion um den Facebook-Like-Button. So. Und wenn man da in die Tiefe geht, alle Buttons, die dort eingebunden werden, die sind... in der unveränderten Form illegal, da kann man nur als Tipp mitgeben, googelt mal nach dem Wort Zwei-Klick-Lösung, all diese Social-Buttons, die man hat, sollte man mit der Zwei-Klick-Lösung einbinden. Oder dem Teil-Button, oder? Teilen geht, glaube ich, auch, hast du gesagt. Ja, der ursprüngliche Teilen-Button ist auch schwierig, wenn er schon Informationen an Facebook übermittelt, aber es soll eine neuere Version des Teilen-Buttons geben, den man einbettet und der nichts an Facebook übermittelt. Ja, das kann wohl funktionieren. Auf praktisch 90% aller Seiten, wo ich hingehe, wird mir jetzt gesagt, dass die mich beobachten und die sollen ja dazu sagen. Also du weißt, diese Einblendung, wir erheben ihre Daten und es werden Cookies erhoben und weiß ich was, also ich kann es jetzt nicht zitieren. Ja, nee, ist das verpflichtend, ist das nett, nice to have oder warum machen das jetzt plötzlich alle? Es gibt da zwei unterschiedliche Buttons. Erstens, warum machen das so viele? Das machen so viele, weil es schon lange eine EU-Norm gibt. Die ist aber nicht ins deutsche Gesetz umgesetzt worden. Weil die deutschen Gesetzgeber meinen, wir brauchen kein Gesetz. Das ist in Deutschland alles gut geregelt. Ich als Jurist sage aber, ich finde das nicht, wo das in Deutschland geregelt ist. Deswegen war ein großes Chaos um diese Cookie-Hinweise in Deutschland. Dann geht Google her und hat gesagt, jeder, der... es vergisst, einen Cookie-Hinweis zu setzen, wird aus unserem AdSense-Programm rausgeschmissen, kriegt also keine Werbeeinnahmen von Google mehr. Plötzlich ist die Welt in Aufregung und sagt sich, oh, ich kriege kein Geld von Google mehr. Dann muss ich mich jetzt aber plötzlich doch kümmern um die rechtliche Situation. Also finden wir ganz viele Cookie-Hinweise. Manche machen es so, dass du richtig zustimmen musst. Ja, ich bin damit einverstanden, dass jetzt Cookies gesetzt werden. Das ist die sicherste Variante. Rotten Tomatoes macht es. Ja, und dann ist aber doch die nächste Frage, was ist, wenn du nicht zustimmst? Kannst du dann trotzdem weiter surfen, es werden nur keine Cookies gesetzt? Funktioniert dann vielleicht die Seite nicht mehr? Ich weiß es nicht. Und wird nicht möglicherweise schon der erste Cookie gesetzt beim Aufruf der Seite selbst, bevor du irgendwo was zugestimmt hast? Also das ist ziemlich pseudomäßig, was da Cookie-Setzungsanzeigen gerade vorgaukeln. Rechtlich wird da noch nicht so viel abgemahnt. Das wird noch kommen, weil da gibt es so viel Chaos gerade. Aber der Hintergrund ist gar nicht so ein rechtlicher, als vielmehr, dass Google gesagt hat, es gibt keine Knete mehr, wenn ihr nicht die Cookie-Hinweise der EU setzt. Uns ist egal, ob Deutschland da schon was hat oder nicht. Also Google hat da das Recht gemacht, nicht mal die Juristen, peinlich eigentlich. So, bei Affiliates vielleicht ein Tipp, wenn man Banner einspielt, kann man sich nachher nicht und eine Webseite betreibt und auf der Webseite werden diese Banner ausgespielt, kann man sich nachher als Webseitenbetreiber nicht darauf rufen, ich wusste doch gar nicht, was für Banner auf meiner Webseite sind, man muss voll den Kopf dafür hinhalten. Das ist vielleicht nur das, dass man sich bewusst sein sollte, wenn man dort als Werbetreibender solche Banner einbindet, das vielleicht nur in aller Kürze zu Affiliate-Systemen. Okay, ja, Banner sind jetzt nicht mehr so häufig, aber es sind eher die direkten Verlinkungen, dass jemand zum Beispiel einen Kurs von einem anderen empfiehlt. Und da ist halt dann auch immer zu bezweifeln, inwiefern das dann neutral ist, was dann da besprochen wird. Ja, oder wenn er kein Geld dafür bekommt, ist es gut. Wenn er Geld dafür bekommt, ist es schlecht. Also diese Links, die gesetzt werden, die gekauft sind im Blog, die sind illegal. Da muss man schon reinschreiben, Werbung. Und wenn ich einen Amazon-Link in den Blog setze, der ein Amazon-Affiliate-Link ist, auch dann muss ich Werbung dran schreiben, klare Rechtslage. Ja. Okay, noch ganz einen wichtigen Hinweis, den du für uns Redner, für uns Leute, die andere unterrichten dürfen, hast. Ja, worauf sie unbedingt achten sollen.
Nein, also eher was Generelles. Keine Angst haben, erstmal nach vorne gehen. Es gibt dann doch weniger Abmahnungen, als die Medien es vielleicht zu vermuten mögen. Wenn man seine Webseite sauber hat und auch das innerliche Gefühl hat, sich sauber verhalten zu wollen, reicht es, wenn man noch den einen oder anderen Blog oder Videokanal abonniert, dann hat man, sage ich mal, 90% des Weges schon erfüllt und soll sich gar nicht so sehr von diesen rechtlichen Diskussionen beeindrucken lassen, sondern sich auf sein Thema fokussieren. Nur so wird man erfolgreich und groß. Go, 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 adjust, oder? So dieser Lean Startup-Gedanke. Ja, genau. Nein, das möchte ich einfach nur mit auf den Weg geben, weil es oft so negativ klingt, wenn man so lange jetzt einen Anwalt gehört hat, der dann auch sagt, oh, das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht. Stimmt, muss man ein paar Sachen muss man beachten, aber so viel ist es dann doch nicht. Und wenn man das dann macht und manchmal eben justiert, wie du schon richtig sagst, dann passt es auch und dann führt der Weg auch zu was Gutem. Lieber Christian Solmecke, ich bedanke mich ganz herzlich. Es war jetzt wirklich ein Galopp sondersgleichen. An dieser Stelle noch einmal die Empfehlung, also lesen Sie es oder nicht, ist natürlich Ihre Entscheidung, aber da steht es wirklich dann in extensiver drinnen, dass das wirklich da ein paar mehr als eben nur Hinweise gegeben werden, sondern es wird anhand von Fallbeispielen aufgearbeitet, sind auch häufig Screenshots mit dabei, wird wie bei dir im Kanal auch einfach in einfachen Worten noch einmal weitergeben. Genau. In diesem Sinne, danke dir. Sehr gerne. Und bis auf ein nächstes Mal, wenn ein nächstes spannendes Thema ansteht. Und alles Liebe einstweilen. Auch Ihnen zu Hause. Ja, bis dann. Ciao. Bis bald. Ciao.